Willkommen zurück zu Let's Play Plinter Convention Co-op. Hey! Jawoll! So. Und wir kriechen weiter. Und du schießt. Jawoll, warum auch immer ich geschossen habe. Also alle, die gerade mir zugeguckt haben, also alle, sprich, ne? Alle, die haben gesehen, dass ich auf Fortsetzen gedrückt habe. Das habe ich wahrscheinlich kurz vor dir getan. Möglich. Das ist gut. Natürlich nicht so schön. So, jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie das hier mit den Gegnern aussieht. Davon, ne? Also, das sind die ganze Sache, ne? Genau, da sind zwei drin. Ich sehe drei und da hinten ist noch einer. Also drei das Stück sehe ich. Der kommt jetzt gerade auf uns zu, aber ich bin hier getarnt. Ich auch. Und der geht weiter durch den Raum. Ja, der geht rein. Dann können wir doch mal eigentlich den Raum, also die Möglichkeit nutzen und hier fix reinhüpfen. Er hat ihn umgelegt. Wie ich sehe, bist du gerade an der Decke entlang. Korrekt, und ich kriege da jetzt auch noch was weiter. Legt man um. Aber sie waren Freunde. So ist das. Wohin kriechst du? Ach da. Ich bin wieder bei dir. Sehr gut. Damit haben wir die jetzt alle schön hinter uns gelassen. Ja. Achtung, hier ist einer in der Nähe, der konnte mich für einen Moment sehen. Ach, da ist er. Hier kommt jetzt einer den Gang lang, den werde ich ausschalten. Sehr gut. Ausgeschalten. Alles klar. Okay, da steht jetzt einer. Mach mal hüpf. Wo steht einer? Da am Ende des Ganges. Ich glaube, da war aber noch einer. Hier vorne. Ach, da, okay. Ich guck mal eben durch die Wand. Ja, hier stehen noch ein paar drin, ne? Achtung, da kommt einer jetzt zurück. Ach ne, kommt doch nicht. Was machen sie denn jetzt? Er kommt zurück. Zu? Nee, der stellt sich nur ins Licht. Ja, es ist immer so schwer. Ich glaube, wenn wir den umschießen würden, auch wenn er an der Wand lehnt, fällt er ins Licht. Denke ich auch. Dann, die beiden, da entdecken wir es dann auf jeden Fall. Genau, warum wechselt die Musik? Hat das einen besonderen Grund? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob was passiert, wenn ich den voll... Achtung, er kommt. Den hol ich mir. Oder dir, ja. Den hol ich mir. Übrigens, das Spiel ist ab 18. Möchte ich an diesem Punkt mal bemerken. Nur ja. So. Das werden wir auch so... markieren. Wir werden das so einstufen. Genau. Wir wollen ja keinen Ärger mit niemandem bekommen. Ist ja jetzt heutzutage auch nicht mehr so schwer, da jetzt irgendeine... Sache zu umgehen. Wenn ihr 18 seid, dann könnt ihr ja sagen, ja, ich bin 18, dann könnt ihr euch das ja alles angucken, ne? Genau. Ist ja eigentlich Schwachsinn, weil wer das hier hört, sieht das ja schon, also. Egal. So, das Ding ist jetzt... Drei Leute, heller leuchter Raum, Problem. Ja, ich würde dir ganz gern was pingen, aber guck mal, wenn du jetzt um die Ecke rennen würdest, sozusagen neben diesen Kerl, sprinten an die Wand, ja. Ne, per Leertaste in nächste Decken, dann dürfte der dich nicht sehen. Soll ich es ja versuchen? Versuch's mal an dieser Leg Stelle. Leg notfalls auf ihn an, dass du ihn umlegen kannst. Ja, hab angelegt. Sehr schön. Sehr gut. Hier kommt noch einer an. Ja, ich sehe ihn. Siehst du sicher? Ich scanne gerade mal nochmal. Und ganz hinten ist dann einer. Naja. Du dich an den vom Innenministerium, wollen wir die der nehmen? Welche kannst du? Leiche ich kann ihn rechts. Aus dem Kanal gezogen. Alles klar. Passiert, wenn man 3, ist. 2, 1. Sehr schön. Sehr gut. Wie sieht's mit dem anderen aus? Ist der schon auf dem Weg mal gucken. Her? Ich laufe parallel Sache oben mit dir mit. Oh, da ist er, ich sehe ihn. Ist noch einer da? Oder ist er allein? Nee, das hier ist glaube ich... Ah ja, da ist er, ich sehe ihn. Ein Dollar und ein Bier darauf, dass der Zeitchef hinter dieser Tür ist. Wenn wir die Türen gleichzeitig aufbrechen, ist die Zeitchef ein Kinderspiel. Nur nicht übermütig werden. Junge. Ein Bild für die Götter. Ja. Oh, <der Spaß. lacht> Davon will ich ein Foto. Gleich mal ein Screenshot. So, was jetzt hier als nächstes folgt, ist eine sogenannte Koop-Aktion. Lass mich erstmal fix durchgucken, dann kannst du das dann als nächstes gleich erklären. Jawohl, Stealth-Kopfschuss, Level 2 beendet, das ging ja schnell. Mensch. Mach das mal. Da oben fliegt ein Rabe rum. Habt ihr aber so, nicht gehört? Du darfst. So, ich darf. Genau. Und zwar gucken wir jetzt da gleich mal drunter durch. Und dann seht ihr da schon zwei markiert.
Diese Markierungen heißen, er hat die für sich markiert. Wie ging er das markieren? Q. Q. Mit Q ging das markieren. Anvisieren und Q. Anvisieren und Q hat er gesagt. Dann machen wir das mal. Ach, genau so rum war's. Okay, jetzt habe ich die, mir die auch markiert. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir reinkommen. Durch diese zu zweit zu öffnende Tür. Kommt gleich kurz Zeitlupe, in der wir E drücken können und dann erschießen in dieser Reihenfolge, in der wir sie markiert haben. 1, 2, 3, 4. Da war unsere Aktion. Die Liste mit Lesowskis Kontakten. Tür ist wieder zu. Wir gehen hier direkt wieder raus. Weil jetzt nämlich gleich Massen an Söldnern ankommen. Sekunde, es gibt ein Problem. Sidechefs-Leute sind zu viel. Mach schon mal Licht überall aus. Sie gehen in Richtung Sauna. Ja. Aufpassen, die sind hinter uns. Die sind oben dort. Das habe ich verpasst, tut mir leid. Das ist nicht so schön. So, jetzt haben wir nämlich einen entscheidenden Vorteil dem gegenüber. Sie töten, sonst töten lasst keinen in den Privatbereich. Es ist dunkel. Genau. Da muss der Kerl sein. Hast du eine Ahnung, wie mächtig Lissabon ist? So, falls ihr jetzt denkt, die haben euch doch gesehen. Habt ihr gehört? Nee, so nämlich wenn sie uns sehen, ihr seht das gerade bei Zack drüben. Er ist so leicht hell. Oh, nein, jetzt könnte ich mich sogar live sehen. Wenn ich jetzt aus dem Sichtfeld verschwinde, müsste jetzt dort eigentlich eine Figur auftauchen, wo sie mich zuletzt gesehen haben. Bevor ich verschwunden bin. Sie sehen mich aber immer noch. Und ich bin gerade handlungsunfähig geworden. Ach, mich haben sie aus zwei Seiten geholt. Das ist natürlich schlecht. So, ich tue jetzt so, als wäre ich tot. Und jetzt, kann er mich wiederbeleben. Komm. Ja, weiß ich nicht. Du hast hier Bling-Bling-Sicht. Hier oben läuft noch einer rum. Versuch's jetzt einfach mal. Ja, hau mir einfach mal. Wiederbelebung ist auch sehr brachial. Achtung! Kaputt. Ach, das ging ja. Ach, ich hab nicht gesessen. Werden wir euch auch mal zeigen, wenn jemand sitzt. Ja. Ja, ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir nicht einfach jetzt hier rausschleichen sollten. Hier ist gerade eh keiner mehr. Die sind gerade alle weggelaufen. Ach ne, du hast noch einen gekriegt. Gut. Ja, ne, ist halt keiner mehr da. Achso. Wir sind weg. Wie weg? Ja, weg. Wie weg, geh wie ganz weg, ne? Stimmt. Die sind alle dahinter in die Katakomben gegangen. Die sind in alle möglichen Richtungen. Ja, ach, okay, wir gehen einfach. Da hinten lang, das ist uns, also Schnupspiep egal. Und dann machen wir hier die Tür zu. Genau, und dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Zack. Ein Gang! Ein leerer Gang. Ach, so, Waffenkisten. Die Waffenkistenräume sind doch immer Safe Spots für uns. Genau. So, ich habe 600 Upgrade-Punkte, da kann ich bestimmt was tun. Ich habe keine. Aber ich habe meine Feuerkraft kann ich upgraded. Nachrüsten und ich kann nochmal die Magazingröße aufrüsten. Und ich habe eine Uplay-Aktion abgeschlossen. Unglaublich. Unglaublich. Das ist, und wir gehen weiter. Puh. Ja. Das ist hammerhart, oder? Ja. Ach, der Raum. Was haben wir hier? Nee, oder? Soll ich mir den holen? Das wäre zu gefährlich, oder? Weiß nicht. Ja doch, holen dir. Auch wenn man das Flatschen eigentlich hören müsste. Naja, es sind halt Schalter da dran. Trotzdem hört man das Flatschen. Hat angeblich Verbindung bis ganz nach oben. Malta, so. Wer macht denn da Geschäfte? Bist du schon wieder hin? Ich kletter hier gerade über. Ich kletter doch so gerne hier lang, weil. Okay. Im dritten Teil war das auch so gut mit den Kletterpassagen. Da konnte man fast alles erreichen, indem man geklettert ist. Ja. Der ist mitten ins Dunkel gefallen. Noch ein. Tango ausgeschaltet. Ah, den würde ich gerade noch holen, da geht es gerade zum Fenster. Zusammenarbeitet, ist eigentlich kein Problem, die hier auszuschalten, selbst auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Genau. Man darf natürlich nicht wie im Boden alles reinrennen, aber wenn man mal ein bisschen Stealth spielt. Warte, den hole ich mir. Ach nein, er sieht mich. Hol ihn dir. Schnauze. Das ist halt dann das Realistische. Ich war komplett im Dunkeln, aber er hat mich trotzdem gesehen. Ja, weil er halt runtergeguckt hat. Genau. Macht aber nichts. Da, stand mit einem Toten. Wir
Ah, doch, hier sind welche auf Alarmtour unterwegs. Sollten wir vielleicht nicht außen am Balkon hängen? Sollten wir vielleicht die da unten schnell die Schüsse mitgekriegt. Genau. Schauen, dass wir hier anderweitig. Im Notfall, dass wir hier da reinkommen dann können. Genau, ich kletter einfach mal hier weiter. Mal gucken, ob ich die hier oben umgehen kann. Ja. Ist locker möglich. Hey, hältst ich geh trotzdem du uns für so blöd, dir in die Falle zu gehen? Oha. Also sie haben mich ganz kurz angeleuchtet, aber haben mich scheinbar nicht gesehen. Man kann sie komplett umgehen. Und zwar allesamt. Sie gucken alle in diese Richtung. Alles klar, dann komme ich wieder hoch. Ja. Und, ja, die beiden da hinten, ne, die sind eigentlich auch nicht so. Oh ja, alle vier darüber. Sehr schön. Wow. Ja. Ich entschuldige mich. 1000 Mal. Jetzt sieht man das hier gerade. Genau das wollte ich zeigen. So, jetzt bin ich wieder mal hinüber. Denken Sie. Aber wenn Sie mir den Rücken zudrehen. Wehe, du guckst jetzt, ob ich tot bin. Komm raus, natürlich bin ich tot. Ihr seht, ich bin eigentlich angeblich tot, kann mich aber hinsetzen und Ihnen noch ordentlich was verpassen. Kann mich aber nicht mehr bewegen. Also brauche ich jetzt deine Hilfe. Rechts seht ihr auch mein Leben in dem Moment noch. 27 Sekunden noch, da bin ich tot. Aber ich bin schon da. Und jetzt gibt's hier schön ein Drill. Zack. Und da geht das hier, da wird die Rolle. 400 Punkte. Ja, super. Sehr schön. Muss ich auch ein paar Mal umbringen lassen. Ja, ich hab die gesagt, sie waren alle auf direkt da konzentriert und dachten, damit ist die Gefahr gebannt. Deswegen konnte ich oben von der Brüstung aus direkt 3 Headshots verteilen. Genau. Das Ding war auch, dass ich einen kurzen Moment, ihr habt es gesehen, im Licht war und da war dann Schluss. Da hat das irgendeiner im Augenwinkel blitzen sehen. Genau. Und dann war ich nicht schnell genug wieder raus. Ich bin jetzt gerade mal ins Obergeschoss. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Dann komme ich mal mit. Wir sind sonst immer unten durch. Ja. Sehr unüberlegt von mir. Zumal ich das Licht ja eigentlich gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Obergeschoss gibt. Man könnte natürlich auch Lichtschalter benutzen, aber wir benutzen sie nicht. Warum auch? Wir schießen das Licht lieber aus. Hauptsache es ist dunkel, das ist wichtig. So, er wäre ausgeschaltet und... Ich glaube, das war's soweit. Damit auch der letzte. Hier, schön ein Video an der Wand. Und ich würde mal sagen, es sind zwar noch 2 Minuten, aber... Was verbirgt sich in der nächsten Tür? Das werden wir im nächsten Part sehen. Die geheimnisvolle Tür. Genau. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin der Zack. Ich bin der Direktor. Haut rein. Ciao.